Hallo Leute, ihr habt euch gewünscht auf Instagram und zwar ein Ich räume meinen Kleiderschrank auf Video oder wie man es nennen mag. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Video nennen würdet. Aber allerdings müsst ihr das Video natürlich zu Ende gucken, um zu wissen, wie ihr dieses Video nennen würdet. Also, auf geht's! Ich werde euch jetzt erstmal mit dem anderen Handy zeigen, wie das hier so aussieht und was ich so vorhabe. Es gibt nämlich ein paar neue Kleiderbügel, damit das ein bisschen geordneter und ordentlicher aussieht. Weil, ne, irgendwann fängt man an mit 20.000 unterschiedlichen Kleiderbügeln und dann denkt man sich irgendwann, ich will jetzt einheitliche Kleiderbügel. Geht's euch auch so? Keine Ahnung. Sagt's mir. So, ich habe hier tatsächlich unten eine Kiste für Socken. Daneben steht noch ein alter Laptop-Karton. Und hier sind schon ein paar. Ah, ihr seht es. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unterschiedliche Sachen. Ah, schrecklich. Meine T-Shirts, die ich so tatsächlich anziehe, oder auch dieses schöne Hemd, wenn man doch mal wieder die Gelegenheit hat, irgendwo rauszugehen. Hängen auf Bügeln, damit man sie schnell rauskriegt. Ansonsten, Achtung, jetzt kommt Chaos. Ah! Ja, Unterhemden, Sachen, hier, das ist ein sehr guter Schlüpper für Wandern, weil der ist so ein bisschen länger. Da schubbert da nichts, ne? Männer, ihr wisst Bescheid. So ein bisschen was für den Winter, auch dieser lange Funktionsschlauch-Schaltuch-Gedöns. Eins meiner Lieblings-Accessoires ist dieser selbst gestrickte, gehäkelte, ich weiß nicht, wie man es nennt, Schal. Ist auch schon die zweite Version, weil ich die erste leider verloren habe. Hier oben sind dann noch Unterhemden. Ja, ich bin ein Mann, der Unterhemden trägt. Und Schlüppis und noch ein bisschen Schlafsachen. Und meine Armada von gefühlten 20, 30, 40 Dings. Weißen T-Shirts. Genau. Ein großer Spiegel ist immer gut, um sich selber anzusehen. Hier kommen wir dann zum nächsten Bereich. Ihr seht im Hintergrund schon die ganzen Krams hier stehen. Muss ich gleich noch einräumen. Ein paar Jacken und noch ein Hemd. Hemden, ganz viele. Und Krawatten. Ja, er hat Krawatten. Gibt leider wenig Gelegenheit, die anzuziehen momentan, aber naja. Hier ist dann die Region mit Pullovern und ganz vielen Handtüchern. Und falls ihr auf die Idee kommt, nein, ich brauche nicht noch weitere Handtücher. Aber wie ihr seht, hier hängt auch alles Mögliche, naja, anders. So, ich schicke euch jetzt mal, warte, ja, dahinter muss auch noch aufgeräumt werden. Offensichtlicherweise steht da die andere Kamera und im Hintergrund ein Spiegel, damit man sieht, was die Kamera dann gleich aufnimmt. Ich mache die Kamera mal an, dann kann man das lustig sehen bestimmt. So. Jetzt filme ich mich, während ich mich filme. Ja. Sehr, sehr nice. Und ja, hier muss auch noch aufgeräumt werden. Das ist so ein bisschen auch die Abstellkammer. Wenn man es braucht, ne? Den Heizlüfter, den Ventilator, den großen Reisekoffer und ein paar aussortierte Kissen. Ein paar aussortierte Kissen. Und natürlich die guten, wer hat sie nicht, die guten IKEA-Spiegel. Ne? Und die Boxen, die brauche ich tatsächlich nicht mehr, falls ihr Interesse habt an solchen Boxen mit diesen cool gearbeiteten, handgearbeiteten Ständern, ne, sagt Bescheid. Die Platte, die ist für ein anderes Projekt gedacht und ja, sehen wir mal weiter. Also haue ich euch jetzt mal in einen Zeitraffer hier mit dem schön gebrandeten iPhone 6. Also viel Spaß.
Ihr habt's gesehen im Zeitraffer. Hallo an Nadine. kleiner Insider. Ich bin fertig und hier ist viel Platz. Heißt jetzt nicht, dass da noch viel rein soll, aber ja. Und hier sieht es nicht toll aus. Ja, man könnte die T-Shirts noch bügeln. Haha, ich weiß. Aber es steht alles so schön nebeneinander. Hier noch ein bisschen sportliche Funktionskleidung. Ein paar Hosen und die Hemden. Ja, die Plain White Tees, das Zeugs für Winter und hier Unterhemden und Unterhosen. Da drunten sind die Socken, noch eine richtig tolle Decke. Die hat mich schon durch manche kalte Nacht gebracht, sage ich mal. Wupp, wupp. Und hier. So, die Jacken alle beieinander. Hier noch ein paar kleine Hosen. Da habe ich echt, also wow, habe ich viele Shorts. Ne? Und auch Krawatten. Hoffen wir, dass wir sie bald wieder alle nutzen können. Ja, Pullover, La-Pullover und ganz viele Handtücher, ne? Hatten wir eben auch schon. Und ja, das war's im Prinzip von diesem Video. Und ich hoffe, ja, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich das mache. Vielleicht hat es euch inspiriert, euren Kleiderschrank auch mal aufzuräumen. Wenn ihr das macht, ne, verlinkt mich gerne in einem Post auf Instagram, Facebook oder von mir aus auch Twitter. Von mir aus auch Twitter. Also viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal Simply Tim. Und wenn ihr Lust habt, gebt dem Ganzen noch einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da.